Das Toronto International Film Festival hat den neuseeländischen Regisseur Taika Waititi mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Sein Film Jojo Rabbit ist eine Nazi-Satire über einen 10-jährigen Jungen während des Dritten Reichs. Jojo sucht eine Vaterfigur und einen imaginären Freund findet er ausgerechnet in Adolf Hitler, gespielt von Waititi selbst. Der Schauspieler und Regisseur deutete in Toronto bei seiner Dankesrede an, dass Skurrilität ein speziell neuseeländischer Wesenszug sein könnte. Thank you. Ich komme aus Neuseeland. Wir mögen keine Aufmerksamkeit, wir mögen keine Komplimente. Es ist uns ausgesprochen unangenehm. It's very uncomfortable for us. Hey, Jojo, my old friend. Hi, Adolf. What's wrong, little man? They call me a scared rabbit. Jojo Rabbit! Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed.